Zivilisten waren. Wir hatten kleine Kinder dabei, wir hatten Koffer. Da war nichts Militärisches. Kobane. Vom IS umzingelt und am Ende doch befreit. Der erste symbolkräftige Sieg über die Terrormiliz. Doch drei Viertel der Stadt sind zerstört. Die türkisch-syrische Grenze ist für Reisende und Händler dicht. An zwei Tagen pro Woche dürfen Flüchtlinge aus der Türkei zurück in ihre Heimat. Die wenigsten empfinden Sympathie für das Land, das sie vorübergehend aufgenommen hatte. Auch wenn es hier schlimm ist, es ist besser als drüben. Das hier ist mein Zuhause. Ich werde nie wieder in die Türkei gehen. Hier finden wir auf jeden Fall ein besseres Leben. Sipan Ibrahim lebte 24 Jahre in Deutschland. Jetzt hilft er in Kobane beim Aufräumen. Manchmal riecht es streng. Unter den Trümmern liegen noch immer Tote. ISIS-Kämpfer. Das ist, weil die waren drin, bevor das die Angriffe gekommen, Koalition. Und dann, die sind auch da unten geblieben. Okay. Ja. Kobane ist für die Kurden eine Heldenstadt und eine Stadt des Triumphs über den IS. An dieser Stelle ist ein kurdischer Kämpfer gefallen. Wir haben versucht, hier die Straßen erstmal aufzumachen, dass man bewegen kann. Und danach wird hier alles aufgeräumt. Sipan kehrte Deutschland den Rücken. Er will jetzt hier an der kurdischen Zukunft mitbauen. Er ist Mitglied im Aufbaukomitee. Fließend Wasser gibt es teilweise schon wieder, in manchen Straßen sogar Strom. Die Grenze zwischen Kobane und der Türkei muss jetzt endlich aufgemacht werden, sagt er. Menschen aus vielen Ländern wollen uns beim Wiederaufbau helfen, aber die Türkei lässt sie nicht zu uns kommen. (35.000 Menschen sollen schon nach Kobane zurückgekehrt sein. Leben in Ruinen. Nichts ist von der Einrichtung übrig geblieben. Wenig von ihrer ganzen Wohnung. Trotzdem wollte die Familie zurück in die Heimat. Als die IS-Terrormiliz im Januar aus der Stadt vertrieben wurde, dahinter ließen IS-Kämpfer zahlreiche Sprengfallen in den Häusern. Hier war eine Mine im Kühlschrank versteckt, erklärt der Polizist. Das Öffnen der Kühlschranktür hätte die Explosion ausgelöst. Hunderte solcher Sprengsätze wurden bislang eingesammelt. Noch immer sind Dörfer in der Umgebung von Kobane wegen Sprengfallen und Blindgängern unbewohnbar. Die Stadt Kobane selbst ist frei von explosivem Material. Nur an Stellen, die von Flugzeugen bombardiert wurden, da kann noch was unter den Trümmern liegen. Die Großbäckerei in Kobane arbeitet schon wieder. In der Decke klaffen Löcher von IS-Granaten, aber die Maschinen sind unversehrt geblieben. Kobane war schon befreit, da griffen Ende Juni 100 IS-Kämpfer die Stadt nochmals an. Offenbar hatte niemand damit gerechnet. 300 Menschen soll der IS damals ermordet haben, sagen die Kurden. Ibrahim Saleh, Chef der Bäckerei, wurde von mehreren Kugeln getroffen, als er im Auto vor seiner Bäckerei saß. Die türkische Regierung hilft uns Kurden nicht. Im Gegenteil. Die Türkei hat der Terrormiliz IS erlaubt, uns hier zu überfallen. Die Türkei will die Kurden loswerden. Der IS sei ein Feind der ganzen Welt, sagt Ibrahim Saleh. Er versteht nicht, warum nicht alle im Kampf gegen den Terror zusammenstehen. Es gehen nicht alle Länder gemeinsam gegen den IS vor. So wird man ihn nicht besiegen. Wir wollen, dass alle Nationen der Welt zusammen gegen den IS kämpfen.
oder die ganze Welt ist in Gefahr.